sport. It's in the game. Besser konnte man nicht in die Saison starten. Es scheint mit dem Aufstieg wirklich zu klappen. Und wer weiß, Manni, vielleicht ist sogar der Titel noch drin. Die Spieler sind unterwegs und wir freuen uns auf 90 Minuten guten Fußball. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Einwurf jetzt. Und jetzt direkt neben das Tor. Wie kommt er an den Ball noch ran? Logisch, das muss Eckball geben. Und er erkämpft sich den Ball zurück. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Schwache Flanke, zu leicht auszurechnen. Einwurf. Eboué. Es ist noch nicht vorbei. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Und da treibt er seine Vorderleute an. Bewegung, Bewegung, hört man ihn rufen. Und Achtung, genau hingeschaut.
gefälscht, der Ball, und im Aus. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Er hüpft wie ein Känguru und ist damit der Grätsche entgangen. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt, es muss Einwurf geben. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. 0:0, das ist das Ergebnis zur Pause. Aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Das steht bei mir im Festsatz. Wer die Dinger nicht reinmacht rechtzeitig, der wird sich noch wundern. Ja, also ich habe auch den Eindruck, was die hier so liegen lassen, da kann es sogar passieren, dann fangen sie sich noch einen Konter und haben gar nichts. So, auch von uns aus kann es wieder losgehen. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Das muss einen Freistoß geben. Sonst gibt es hier die lustigen Holzhackerwurm. Es gibt die gelbe Karte.
da rutscht er immer aber ziemlich rein. Ein klares Foulspiel, korrekte Entscheidung. Keine andere Option für den Referee. Dieser Freistoß war keine richtige Herausforderung. Nee, und das sieht man auch ganz deutlich, da hat es schon größere Problemstellungen gegeben. Huber. Pass geht raus, jetzt soll es über die Außen gehen. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Ein herrlicher Pass. Klasse, wie er das Problem gelöst hat. Und Einwurf. Schauen wir mal, da wird ausgewechselt. Sieht der müde aus. Gute Flanke. Ja, und den hält er auch noch fest. Ja, da schaut er sich nach Hilfe um. Müsste abseits sein, ja. Ja, war eine ganz knappe Kiste, auch hier wieder, aber die Fahne des Assistenten war sofort oben. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, entscheidet auf Einwurf. Da war der Torwart doch noch dran, aber unfreiwillig. Und der Ball, er landet im Tor. Also ich hatte ja ein ausgeglichenes Spiel erwartet. Aber bis jetzt haben sie dem Gegner ganz schön zugesetzt. Sie haben sich eine Vielzahl von Chancen erarbeitet. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, jetzt haben wir das erste Tor schon in der zweiten Halbzeit. Das hat lange gedauert. Er gibt den Freistoß. Und jetzt wird nochmal die Wiederholung des Tors aus der Regie eingespielt. Sehen wir uns das mal an. Kann er sich den Ball holen? Harter Zweikampf. Huber. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Jetzt kann er flanken. Eine wunderschöne Entfernung für einen gefährlichen Freistoß. Oh, da sieht man es richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar.
Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Ja, da hat der Trainer entschieden, ihn vom Feld zu nehmen. Und der Applaus vom Publikum, der fällt auch ziemlich suboptimal aus. Oh ja, diesen Auftritt möchte er ganz sicher ganz schnell abhaken. Es wird jetzt darum gehen, sich wieder zu konzentrieren und beim nächsten Mal andere Aktivität zu nehmen. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Das ist jetzt seine Chance. Und jetzt! Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Oh, da bahnt sich noch mal was an. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Wir wissen das, die Mauer versucht den Winkel zu verschlechtern und trippelt ein paar Schritte nach vorne. Ungewöhnlich nur, dass der Schiri dem keine Beachtung schenkt. Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Oh ja, ein harter Zweikampf. Ganz klar, ihm fehlt momentan die Dynamik. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat es mit seinem Pfiff zu Ende gebracht.